Einige von euch aus dem letzten Video wissen werden, ist Daedra in einen neuen Stall gezogen. Da der Stall nicht ganz so weit weg war von unserem alten Stall, sind wir nicht mit dem Hänger gefahren, sondern wir sind mit der Kutsche rübergefahren, da wir eigentlich nur durch den Wald auf die andere Seite des Waldes mussten. Als wir hier in den Hof eingefahren sind, ist zur Sicherheit mein Bruder vorgelaufen, um sie schon mal ein Stück zu führen, was auch ganz gut war, da sie dann, sobald sie das andere Pferd gesehen hat, schon recht nervös wurde. Ja, dann haben wir sie angefangen, sie auszuspannen. Auch dabei war sie relativ nervös, wie man gleich sehen wird, und hat ein bisschen rumgehampelt, was ich aber gar nicht schlimm finde. Wie gesagt, wir waren in einem neuen Stall, in einer fremden Umgebung. Das ist ja alles noch nicht gewöhnt. Und ich finde, dafür war sie doch ziemlich brav.
Nachdem wir Daedra abgeschirrt haben, haben wir sie erstmal Richtung ihre Box geführt und haben ihr ihre neue Box gezeigt, damit sie die schon mal kennenlernt, bevor sie abends dann reinkommt. Und dann später haben wir sie aufs Paddock gestellt. Sie hat noch einen für sich abgezäunten Paddock getrennt von den anderen, damit sie die Herde erstmal so kennenlernen kann. Aber ich habe euch das nicht mehr gefilmt, weil ich sozusagen mich aufs Pferd konzentrieren wollte und nicht noch mit der Kamera in der Hand rumlaufen wollte. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich denke, ich werde euch demnächst nochmal was vom Paddock zeigen.